So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Dead by Daylight. Ja, es steht noch zur Auswahl, ob wir Demogorgon spielen oder den anderen, wo mir gerade Name nicht einfällt. Steve Harrington, stimmt. Aber ich habe gerade Bock, ein bisschen ein paar Leute zu killen. Ich schau gleich mal, keine Herausforderung ausgewählt. Das mache ich lieber zuerst, bevor ich es vergesse, mal wieder. Das haben wir gemacht. Das nächste wäre zweimal denselben Generator. Müsste ja machbar sein. So, dann gehen wir wieder raus. Aufnahme läuft, perfekt. Und dann gehen wir zum Demogorgon. Wie gesagt, alle, die Stranger Things gesehen haben, werden dieses Vieh kennen. Ist sehr ekelhaft. Ich warte. Wait for it, wait for it. Seht ihr noch was? Ich bin auch schon mal, was der für eine Charakter in Vorhat, weil theoretisch hat das ein Bewusstsein. Weil eigentlich ist das ja ein... Ich weiß nicht genau. Also kein einzelnes Geschöpf. Hintergrundgeschichte. Ein Gesicht, das nur aus einem Maul voller nadelartiger Zähne besteht, sowie große, gebogene und extrem scharfe Klauen. Dazu kräftige Beine, um Opfer anzuspringen. Das macht den Demogorgon in jeder Dimension zu einem angsteinflößenden Monster. Er ist ein Albtraum voller ungezügelter Wut, der seine Beute jagt und in Stücke reißt. Jedes kleinste bisschen Fleisch und Eingeweide wird verschlungen. Für die Aasfresser bleibt nichts übrig. Das Wesen kennt keine Leidenschaften, keine Hemmungen. Während es über seinen Opfer steht, sind weder Zweifel noch Gnade zu erkennen. Lediglich dieser unersättliche Blutrausch, der es im Todesschlag ausholen lässt. Der Demogorgon ist ein perfekter Jäger und ein makabrer Beleg für die Schrecken der anderen Seite. Genau darum hat der Entitus ihn ausgewählt. Habe ich mir gedacht, dass es dafür jetzt nicht so viel Info gibt, weil, naja, der basiert halt auf einer Serie, ne? So. Er hat mal wieder Talente, also Perks. Unter anderem Spannungsstoß. Deine unheimliche Gegenwart lädt die Luft mit Spannung auf und stört die Technik. Versetzt du einen Überlebenden mit einem Grundangriff in den Todesstatus, explodieren alle Generatoren innerhalb von einem Radius von 32 Meter sofort und löst zusätzlich einen Vorschussrückgang von 8% aus. Spannungsstoß kann nur einmal alle 60 Sekunden ausgelöst werden. Das Wesen scheint einen unbekannten Einfluss auf Elektrizität und Technik im Umfeld zu haben. Hawkins National Laboratory. Okay. Seelenbrecher. Deine quälende Gegenwart zerrt an deiner Beute und schwächt sie. Während sie Generatoren mit weniger als 50% Reparaturfortschritt reparieren, sind Überlebende vom Statuseffekt erschöpft betroffen. Alle bereits vorhandenen Timer des Statuseffekts erschöpft werden pausiert, während die vom Statuseffekt erschöpft Überlebenden einen Generator reparieren und dieser Effekt dauert eine Sekunde an, nachdem sie ihre Reparatur beendet haben. Die offenbare telepathische Fähigkeit des Testobjekts kann bei Individuen im Umfeld Empfindungen wie Furcht und Ermüdung auslösen. Aha. So, nächstes. Grausame Grenzen. Deine Verbindung zu jenen aus der anderen Welt manifestieren sich, wenn deine Beute versucht zu entkommen. Jedes Mal, wenn ein Generator fertiggestellt wird, werden alle Fenster und Orte zum Springen innerhalb eines Radius von 24 Meter und den fertiggestellten Generator für die nächsten 20 Sekunden für alle Überlebende blockiert. Für die Dauer kannst du die Aura der durch grausame Grenzen blockierte Orte zum Springen sehen. Die Testobjekte scheinen eine Art Telekinese vollführen zu können, die den Zustand von Objekten im Umfeld so beeinflusst, als ob sie in einer anderen Form innerhalb einer fremden Dimension existieren würden. So, so. So. Kurz einen Schluck trinken, dann geht's weiter. Die Stärke ist aus dem Abgrund. Aus dem Abgrund. Eine unbekannte und fremde Macht ist durch seinen Körper geströmt. Plötzlich reißt der Boden auf und verschlingt den Demogorgon vollständig. Aus dem Abgrund. Drück und halte die Stärketaste, um aus dem Abgrund komplett aufzuladen und zu aktivieren. Alle Überlebenden im Namenumkreis eines aktiven Portals werden vom Killerinstinkt angezeigt. Spezialangriff. Zerfetzen. Drücke die Angriffstaste, während du aus dem Abgrund auflädst oder hältst, um nach vorne zu stürzen und einen wilden Schlag auszuführen. Spezialfähigkeit Portale.
Drücke die Taste für die aktive Fähigkeit, um auf dem Boden von dir ein Portal zu öffnen. Vor dir ein Portal zu öffnen. Die andere Seite durchqueren. Stehst du auf einem platzierten Portal, während ein anderes Portal hervorgehoben ist, kannst du die Taste für die aktive Fähigkeit erneut drücken, um durch die andere Seite zu reisen und am Zielportal anzukommen. Aktivierte Portale. Portale werden aktiviert, wenn man sie in eine beliebige Richtung durchschreitet. Nur aktivierte Portale können von Überlebenden versiegelt werden. Die Augen von aktivierten Portalen werden in Gelb hervorgehoben. Also ich kann mich ein bisschen porten, so wie ich das jetzt kapiert habe. Ja, okay. Der sieht ja sehr nett aus. So, riesen Krallen und ein interessantes Gesicht. So, Ausstattung. Aber bevor ich das Ausstattung mache. Wir können ihn ja schon auf Level 5 bringen. Einfach, dass wir dann ein bisschen mehr Abstand hier haben. Jetzt kaue das Ding. Das ist jetzt der D-Moving. Will man auch nicht mit dem Ding begegnen. Zwei Talents sind freigeschaltet. Das werden wir erreichen. Okay. Grausame Grenzen. Jedes Mal, wenn ein Generator fertiggestellt wird, werden alle Fenster in Ort zum Schwingen innerhalb eines Rades von 24 Metern entfernt geschehen. Generator versetzen. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Segenbrecher. 12% erschöpft. Spannungsschuss. Das finde ich nicht schlecht. Und so, hier. Seid ihr den Unterteil zu verziegeln? Dann leite ich die Dauer für das Öffnen des Portals. Er wird leicht hier wieder geschützt. Das. So, hier. Wir haben Memento Mori. Alter, so schnell haben wir den neuen Liga. Den letzten Überleben zu töten. Einen Überleben zu töten, der festgehalten wurde. Das würde ich sagen, machen wir in der zweiten Runde. Und das wäre der letzte. Aber. Nee, ich will das da machen. Das machen wir nachher. Machen wir das mal so. Ich denke mal, dass wir den nicht aussehen ändern können. Wachsende Dämon ist durch ein Portal gekommen, sollten Hawkins in dir verschrecken. Halt. Riesenhafter haben wir immer mehr Hinterkraft, die lange Finanzen wie geschaffen, ihr Beuteportal zu zerquetschen. Das sind fünftige, fleischige Streifenverläufe. Die Klaffen des Maul, die Nahtspitzen, Zähne böse. Wie sich solch eine Beste entwickeln kann, weiß niemand. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit und hoffen, dass wir eine Lobby finden. Der ist nicht zu spaßen. Also ich glaube, der macht keine halben Sachen. So, aber man weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis wir eine Lobby haben. Deswegen, ihr kennt es schon, ihr wisst es bereits, machen wir jetzt hier einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Und wir hoffen, dass wir eine Lobby finden. Also dann, bis gleich. Ja, und da sind wir auch wieder bei einer weiteren Folge von Dead by Daylight. Ihr habt den kleinen Videoschnitt von, ja, von knapp einem Jahr gerade gesehen. ja, Austin, wir sehen uns gleich. Ist ein etwas längeres gleich geworden. Wie ihr ja mitgekriegt habt, haben wir anstatt Demogorgon damals dann den Kollegen hier gespielt. Den Kollegen hier. Den da. Und ja, sprich, der Demogorgon steht noch aus. Wie ihr seht, hat sich ein bisschen was verändert. Ja, es ist Ende Oktober, Anfang November, Halloween. Dementsprechend sieht es hier aus. Und es sind
extrem viele Killer dazu bekommen. Ich habe jetzt in letzter Zeit als der Wandler ein bisschen privat gespielt, ein bisschen hochgelevelt. Hatte ich Bock zu. Ja, soweit kennt ihr das noch. Und den Oni hatten wir auch noch, also uns angeschaut. Deswegen ist auch schon Level 5. Und hier sind aber insgesamt 5 Killer, die wir noch nicht gespielt haben. Ich habe sie selber auch noch nicht gespielt, weil ich will mir das fürs Let's Play aufheben. Und dementsprechend gibt es hier noch einiges, was wir zu machen haben. Wir spielen Demogorgon heute, keine Frage, weil der steht uns auf jeden Fall mal noch aus. Ja, ich wollte euch nur gerade noch ein paar Kleinigkeiten zeigen. Und zwar, es gibt hier das Archiv. Den ganzen Sinn habe ich noch nicht so ganz, kapiert. Bin ich offen und ehrlich, ne? Wenn man auf Leitfaden geht, sieht man die Archive. Beziehungsweise das Archiv und die Folianten. So, aktueller Foliant ist 5. Ich glaube, also der kam jetzt zu dem Halloween-Update, meine ich. Oder zum DLC von der Seuche, ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir haben hier einfach alles freigeschaltet, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, gucken wir uns jetzt nicht an, schauen wir uns das wann anders an. Der Spalt ist nur, wo man echt Geld investieren kann, das machen wir ja nicht. Weil die DLCs kosten schon genug, da muss ich nicht noch für Skins oder irgendwas. Also da, so wichtig ist mir dann auch nicht, ne? Wir waren immer noch bei Foliant 1, aber ich habe überlegt, wir haben sehr viele Killer und sehr viele Überlebenden noch zu machen. Dass ich jetzt einfach mal schaue, ob ich es angehen kann, alle Folianten durchzuspielen, das wird dauern, bin ich mir fast sicher, aber jo, mit der Zeit kriegen wir das vielleicht hin. Vielleicht kriegen wir noch nicht alles gleich hin, aber ja, zumindest mal, dass wir die 4 Folianten haben und wie gesagt, den 5. Ja, der ist jetzt aktiviert, aber den habe ich vorne erst, habe ich gerade eben erst reingeklickt und das drin gesehen und man kann hier sehr viel lesen und anschauen, aber ich will ja nicht die Spannung vermiesen. Stimmung verderben? Egal. Auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich hier ein bisschen was gemacht gehabt. Den hatten wir. He moves through the death and decay of the void. He doesn't remember his name. Everything's a blur. He feels pain in his stomach. Stopp mal kurz. Den hatten wir zwar gelesen, aber den können wir gerne mal nochmal lesen. Schauen wir mal. Claudettes 8. Geburtstag. Stimmt, da haben wir angefangen. Da gibt es ein paar Sachen. Ja, jetzt Schnauze. Komm, hier. Und hier gibt es diverse. Even Macmillan wäre zum Beispiel echt mal interessant, wenn man hier so kleine Sachen mitkriegt. Und die können wir halt freischalten, indem wir die 4 Stufen hier machen. Ne? Also da erwartet uns schon noch ein bisschen was. Und stimmt, die Glücksbringer, die kann man ja in die Haken hängen. Das habe ich ganz wieder vergessen, was man hier alles machen kann. Ja. Und diese Stufen werden uns dann im Leitfaden hier angezeigt, wie weit wir sind. Aber gut. Wir sind Killer. Zerstöre 8 Totems. Hey, das haben wir ja. Nehmen wir. Ja, kann man gerne mal mitnehmen. Habe ich kein Problem mit. Wir werden ja jetzt Demogorgon spielen, sprich Killer. Also zweimal denselben Generator beschädigen. Oder während des Endspieluntergangs ein Überlebender. Endspieluntergang ist ja, wenn die Tore schon laufen und dieser Balken unten abläuft. Ne? Das kennen wir schon. 5 Überlebende opfern. 5. Was? Palette 5-mal. Brutale Stärke. Ach so. Fange 2-mal. Fallensteller. Ja, okay. Also wir werden eben, gerade für sowas werden wir auch mal andere Killer noch spielen. Die wir vielleicht schon mal gespielt haben, aber jo. Das so zum Beispiel klingt auch sehr lustig. Einmal alle Überlebenden killen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal leichter an. Zweimal selbe Generator. Machen wir erstmal das da. So, jetzt verfolgen wir den hier. Gut, dann gehen wir mal zurück. Zurück. Ich hatte ja damals den Demogorgon nicht gespielt gehabt, weil er beziehungsweise weil ich überhaupt kein Lobby aufgeguckt habe. Die Ausstellungen sind noch dieselben. Ich habe nichts geändert. Ich schaue noch gerade. Spannungsstoß. Versetzt einen Überlebenden einen Grundangriff in den Todesstatus, explodieren alle Generatoren innerhalb von einem Radius 32 Meter sofort und löst sofort den Rückstand 8% und bla. Klingt schon mal gut.
Deine quälende Gegenwart zerrt an deiner Beute und schwächt sie. Während sie Generatoren reparieren, sind Überlebende vom Statuseffekt Erschöpfung betroffen. Alle bereits vorhandenen Timer des Statuseffektes Erschöpfung werden pausiert und während die Überlebenden einen Generator reparieren. Nachdem sie ihre Reparatur beendet haben, erleiden sie Überlebenden Statuseffekt Erschöpfung zwar für 3 Sekunden. Und dann gab es noch den da, ne? Jedes Mal, wenn ein Generator fertiggestellt wird, werden alle Fenster und Ortsumspringen, ja, blockiert, genau. So, und die da kennen wir schon von anderen. Also lassen wir erstmal die da. Und, ja, ich habe ein paar Punkte. Und jetzt gab es eine Aktion, sag ich mal, wo man sie, oder die läuft tatsächlich noch, wo man sich, gut, wenn du sie rauskommt, läuft sie nicht mehr, wo man sich 220.000 Blutpunkte holen konnte, indem man einfach einen Code eingegeben hat. Und ich dachte mir, komm, kann man mal mitnehmen. Dementsprechend konnte ich auch den Wandler leveln und ich habe auch mal das Tutorial einfach mal testweise so ein bisschen, ne, Tastaturbeleuchtung so einstellen, habe ich mal gespielt. Dann gab es für jedes Ding auch nochmal 25.000. Also, ja, wenn man will, kriegt man da schon sehr viel zusammen. Tägliche Aufgaben sehe ich jetzt gerade gar nicht. Und hier ist jetzt haben wir denselben Generator. Genau. Spalt schließt sich in 68 Tagen. Ja, achso, das ist Spalt, ist ja das mit dem Geld auch, ne? Also das interessiert uns jetzt mal nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich habe Saufpack sehr durch. Das läuft jetzt gerade an den Zeiten, wo Saufpack lief. Und die Aufnahme vorhin, die hatte ich seit ja fast einem Jahr bei mir auf der Platte und die hatte ich, habe mich immer angeguckt, so nach dem Motto, ja, mach mal was mit mir. Jetzt kann ich sie endlich mal verwenden. Ich bin froh, dass die da mal weg ist, dass sie in einen anderen Ordner verschoben werden kann. Aber gut. So, und jetzt hoffen wir natürlich einfach noch, dass wir eine Lobby finden, weil die letzten paar Mal, als ich Killer gespielt habe, das, ja, ich hatte einfach mal nochmal Lust zu, es kamen jetzt x neue Killer in letzter Zeit gefühlt, ja, jedes Quartal, also wie bei Dead Daylight halt üblich ist, also es kann sein, dass ja, ich weiß gerade gar nicht, nee, ich glaube, die Seuche, die kam ja jetzt erst im Quartal. Sonst wäre ja schon ein neuer Killer da normalerweise. Aber je nachdem, wie lange uns Dead by Daylight beschäftigt, kann es ja auch sein, dass ja, es ist sogar wahrscheinlich, dass wir damit ja ins neue Jahr gehen. Dass wir dann nochmal einen neuen Killer dazu kriegen. Ich hoffe, wir kriegen einen. Ich habe keine Ahnung, was für einen, weil es sind schon so viele verschiedene Killer rausgekommen. Und also, ja, der Pyramidenkopf ist ja von Silent Hill zum Beispiel, der Henker. Ob es noch von anderen Spielen oder Filmen was kommt, keine Ahnung. Solche ist, glaube ich, nee, das ist einfach nur eine Schöpfung von denen. Es gibt dazu, und da habe ich mal, ja, ich habe es zu mal ein bisschen reingespickelt. Und zwar beim Archiv, bei dem vierten, beim fünften Ding. Gibt es ja schon die freigeschalteten Videodateien, die habe ich mir angeschaut, die sind ziemlich nice, deswegen habe ich mir auch gedacht, ich will die mit reinbringen, aber ist ja schön, wenn wir, ist ja schön, wenn wir das hier alles uns erspielt haben und als Belohnung praktisch dann im Let's Play zeigen können und so. Ja, und man merkt auch, ich habe lange kein Dead by Daylight mehr gespielt, ich habe viel zu erzählen zum Spiel, was sich so viel geändert hat, aber ja, der hat noch keinen Aufruf, ne, ich finde den sehr ekelhaft. Und ich habe, ja, ich bin mal gespannt, wie wir den gespielt bekommen. Ob sich das macht. Oh. Letzten Lebenden. Einen Überlebenden. Oh. Ja, siehst du mal. Man muss nur die ganze Zeit alle zulabern. Schon kriegt man was. Beals a Kid. Every day. Rainbow Reindeer 5. Und Emoji Sadness 34. Ich glaube, dass das heißt, dass die zusammensuchen, diese, der Globus. Ah, frag mich nicht, ne, also.
Ich spiele nicht oft Dead by Daylight, nur seit neuestem Mal wieder und halt jetzt fürs Let's Play. Ja, boah, sonst wäre ich ja hier Level 43. Wenn ihr die Folge von letztem Mal anschaut, da war ich wahrscheinlich auch Level 43. Also ich habe ein halbes Jahr nicht mehr gespielt oder so. Gut, jetzt in letzter Zeit als man nochmal, aber ja. Also ich weiß nicht, ob ich Level 43 war. Kann auch sein, dass ich 42 war, aber irgend so in den Dreh rum. So. Dann hoffe ich, dass wir eine lustige Runde haben werden. Und natürlich alle töten. So, was wir mal vorhaben. Jo, wir spielen einfach und dann kriegen wir schon irgendwie hin. Ah, okay. Interessant. Ja, also die Infos darunter muss ich jetzt nicht vorlesen, ne? Das ist jetzt die Folge. Wir sind schon bei über 60 Folgen der Bad Daylight, ne? Ich meine, gut, hätte ich das knallhart von Anfang an durchgezogen, dann wären es natürlich mehr, viel mehr. Aber ja, ich meine, Dead by Daylight ist ein Spiel, was fast seit dem Anfang auf dem Kanal läuft. Immer mal wieder, größtenteils um Weihnachten, wo mal dann die langen Spiele durch sind. Aber so als Zwischending, warum nicht? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch lieber ist, einfach wenn ein neuer Killer draußen ist, dann mal so sequenziell, vielleicht mal dann 3-4 Folgen davon, dann geht's im Spiel weiter, was läuft, oder dass ich das einfach noch versuche, irgendwie extra einzubauen oder so irgendwas. Ich finde, das ist halt immer gut so als Puffer zwischen zwei Spielen. So, weil der bei Daylight ist dann so, ah ja, der alte Bekannte, freut man sich, dass man den mal nochmal sieht. Und bis zum nächsten Weihnachtsfest reicht dann auch wieder, weil ja, zu viel ist einfach zu viel, ne? So. Ja. Wenn wir jetzt noch ins Spiel reinkommen, wäre super. Und ja, auf geht's. Ich finde es klasse, wir haben gleich das gut. Ich habe keine Ahnung, wie man den spielt. Gell? Also wirklich gar keinen. Ich habe den noch nie gespielt. Abgrund kann dann nicht. Portal öffnen. Nur der Abgrund kanalisieren. Ja, probieren wir es mal aus. Okay, das ist interessant. Portal öffnen. Gut. Und jetzt? Sehe ich das Portal jetzt? Okay, ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Und mich verwirrt das Stampfen von dem extrem gerade. Junge, entweder seid ihr so schlecht oder ihr macht das absichtlich. Okay, das ist cool, wie der die aufmacht. Boah, also. Boah, ich hab das Gefühl, ich sehe gar keinen. Das mit dem Portal habe ich noch nicht so ganz kapiert, aber wir machen einfach mal hier mal ein Portal hin. Kann ich dazwischen jetzt reisen, oder? Ich hätte mir vielleicht die Beschreibung von dem da vorne nochmal durchlesen sollen können. Das ist... Ich glaube, der Killer ist nicht umsonst schwer. Ist nur so ein Sprungangriff, ne? Mehr ist das nicht. Wie ich jetzt vom Portal zum Portal komme, ist auch so eine Frage. Und hier passiert gefühlt nichts. Moin! Was hast du denn gedacht, was ich mache?
Weißt du, wenn du mich blendest, dann musst du halt auch aus dem Weg rennen. Okay. So, hängen wir dich mal auf. Ich glaube, die sind ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Bei Taschenlampen, also neue Leute machen ja weniger Taschenlampenaktionen. Gibt es die Möglichkeit, ein Portal? Portal öffnen? Ja, ich tue das doch nur vor mich hinsetzen. Ich verstehe nicht, wie ich das verwende. Naja. Wir werden es noch irgendwie rausfinden. So, jetzt erstmal schön weg vom Dinger. Oh, perfekt. Abgrund kanalisieren kann ich damit. Was bringen die Portale? Ich verstehe es nicht. Als ob du. Ja, gut. Also das mit dem Portal muss ich vorher noch mal durchschauen, aber Stand jetzt geht ja noch ganz gut. Ja, da kann ich gleich mit Leertaste hier reisen. Also so viele Dinge. Kann ich mich da jetzt einfach importieren? Also, nee, warte, das wollte ich nicht. Ach nee. Ja gut. So geht das. Okay, das ist cool. Das ist verdammt cool. Erwartet, was passiert. Wenn du vor mir stehen bleibst. Ah, hey, die Freundin ist tot. Wo willst du hin? Jo, der andere wurde. Ah, das Gute ist, die kommen halt so nichts gefühlt, ne? Also die Portale, die haben was. Und ich finde, das Reisen durch die Portale haben die cool gemacht. So, machen wir erstmal. Darf ich? Moin! Der die ganz knapp wurde dir noch gerade gerettet, aber jetzt hänge ich ihn einfach dahin, wo frei wurde, sonst hätte ich ihn auch gar nicht aufhängen können. Na, ihr zwei. Ihr kommt zu nichts. Und ich tue so, als würde ich dich nicht sehen und greife dann trotzdem von der Seite an. Na.
So, gar nicht erst in die Verlegenheit kommen lassen. Einmal sie auf. Und... und sie hängen wir auch auf. Und dann war das eine mega gute Runde. Dafür ist ein Killer... ja, ne? Erstmal und so. Ciao. Einwandfrei. Ich muss auf dem Portal stehen, aufs andere gucken. Okay, muss man erstmal blicken. Oh, ich fand dich gut. Zweimal selben Generator haben wir natürlich überhaupt nicht gemacht, klar. Ich hätte einfach das mit allen Leuten killen nehmen sollen. Na, egal. Komm, dann hauen wir mal ein gutes Chi-Chi in die Runde. Ich fand es war eine gute Runde. Ich würde sagen, ich hatte Spaß. Ich fand es war gut. Ja, ja, die sind halt. Ja, okay. Mal aufwerten, ne? Optimale Runde. So, kurz. Charakterinfo. Unbekannte fremde Macht, durch seinen Körper geströmt, plötzlich reißt der Boden auf, verschlingt den Demogorgon vollständig. Aus dem Abgrund, drücke und halte die Stärketaste, um aus dem Abgrund komplett aufzuladen, zu aktivieren. Alle Überlebenden nahen im Umkreis eines aktivierten Portals werden vom Killerinstinkt angezeigt. Entschuldigung. Spiel einen Spezialangriff zerfetzen. Drücke die Angriffstaste, während du aus dem Abgrund aufletzen hältst, um nach vorne zu stützen, einen wilden Schlag auszuführen. Portale. Drücke die Taste für die aktive Fähigkeit, auf dem Boden vor deinem Portal zu öffnen. Die andere Seite durchqueren. Stehst du auf einem platzierten Portal, während ein anderes Portal hervorgehoben ist, kannst du die Taste für die aktive Fähigkeit erneut drücken, um durch die andere Seite zu reißen und sie Portal anzukommen. Aktivierte Portale. Portale werden aktiviert, wenn man sie in einer beliebigen Richtung durchschreitet. Nur aktivierte Portale können von Überlebenden versiegelt werden. Die Augen von aktivierten Portalen werden gelb. Gut. Naja, wissen wir halt. Aber nach der Runde jetzt bin ich da halt auch selber drauf gekommen, ne? So. Ich suche mal gleich schon mal rein. Ein bisschen hier, ein bisschen was leveln, aber ich spare mir die Punkte lieber. So, Stufe 6, ja, toll, gut. Zur Ausstattung. Wir hätten nämlich hier jetzt noch als Perk. Jedes Mal, wenn ein Generator fertiggestellt wird, werden alle Fenster an Ort zum Springen. Ja, Seelenbrecher, vorhanden Timer, Statuseffekt. Und hier... alle... ja, wir lassen das mal so. Das war, glaube ich, ganz gut. Kürbisfleisch, das von der verfaulten Erde in Hawkins verdorben ist. Erhöht die Gesamtzahl der verfügbaren Portale. Zäher Rattenschwanz, der als Futter für den Demogorgon dient, verringert leicht die Dauer für ein Portal. Die Linksgeschwindigkeit des Killers während aus dem Abgrund aufgeladen. Ja, machen wir die zweimal. 100% Blutpunkte. Ja, das kann man ja mal mitnehmen, ne? Memento Mori. Boah, das wäre eigentlich auch nie. Der eine Überlebende, der festgehalten wurde, das nehme ich mal, weil ich will wissen, wie das aussieht, wenn der einen tötet. Sieht bestimmt nicht schlecht aus. Dann können wir das mal gut mitnehmen. Sofern man was findet. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder ein Jahr, bis wir mit dem hier ein Lobby finden. Ach so. Zweimal im selben Generator. Ja, wir haben einmal beschädigt, ne? Aussehen kann ich jetzt gerade nicht machen. Okay, muss ich mir halt merken. Dass wir einfach dann zweimal denselben Generator machen. Ja, wenn wir jetzt noch eine Lobby finden würden. Ja. Naja. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Ne? Wenn wir jetzt gar nicht reden, nichts finden, dann würde ich sagen, sehen uns nächste Folge wieder. Hoffentlich in der Lobby mit dem. Und
Ja, dann schauen wir mal, was wir mit dem Demogorgon noch alles erreichen können. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.